Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Osman Altingar, 20 Jahre jung, Geburtsort Nordenham, ausgeliehen von Dynamo Dresden. Einer von vielen Neuzugängen, aber der einzige, der heute schon im Kader stand, bei seiner Mannschaft. Jens Hertel, 7 Spiele gegen Preußen Münster, 7 Siege. Aber Hansa Rostock, auch saisonübergreifend, nur 1 Sieg in 8 Spielen. Unter Druck also die Mannschaft, aber mit gutem Start. Opoku mit der ersten großen Gelegenheit. Er ja der Torschütze des Monats. In dieser Situation nicht. Stark von Corbin Vollmann vorbereitet mit doppeltem Doppelpass. Und dann Schulze Niehaus. Bis dahin bester Münsteraner. Es spielten nur die Gastgeber. Nur die Blauen im Vorwärtsgang. Wieder der bärenstarke Aaron Opoku. Und in der Mitte der Neue mit Hackentrick. Osman Altingar mit einer beinahe Kopie seines Tores. Hier er, der Vorbereiter, und dann der Neue in der Mitte. Das macht er brillant, aber es brachte nichts. Das 2 weitere Neue. Nick Omladic und Rasmus Telufson. Nikola Martey kam noch dazu, weilt aber bei der dänischen U21-Nationalmannschaft. Für heute mussten es die anwesenden Rostocker richten. Aber Achtung, Schrecksekunde. Die Gäste aus dem Nix. Maurice Littka. Aber der Pfiff, was war da los? Münsters erste vernünftige Offensivaktion abgepfiffen. Der Unparteiische, 25 Jahre jung, Robin Braun, Jurist aus Wuppertal, zeigt es an, Handspiel. Und wer genau hinschaut, sieht, richtig gesehen, in der Entstehung. Sven Hübscher nicht zufrieden mit Preußen Münster. Sehr leblos der Auftritt seiner Mannschaft, auch im zweiten Durchgang, bis auf Özcan. Özcan nimmt Maß, Warnschuss der Münsteraner. Aber eigentlich die einzig vernünftige Offensivaktion im zweiten Durchgang. Trotzdem, es fehlte nicht viel. Hansa Rostock drohte, sich selbst zu bestrafen. Achtung, Münster kriegt den Ball nicht geklärt. Die Flanke von Opoku. Und wieder der Neue. Osman Altingar, Spitzname Ossi, mit einem starken Auftritt. Jens Hertel wurde nervös. Er blickte immer wieder auf die Uhr. Dieser Einwurf, dann kriegt Münster den Ball nicht richtig geklärt. Und der Ball kommt zu Navinchon. Heute mal nicht mit Eleganz, sondern mit Power. Die 76. Minute. Opoku, Saisontor Nummer 3. Und damit auf dem Weg, der neue Publikumsliebling an der Ostsee zu werden. Die Entscheidung im Spiel. Hansa Rostock drückend überlegen. Und das nennt man Befreiung. Jens Hertel vielen Bauklötze von den Schultern. Der Druck war groß. Die Mannschaft hat dem Stand gehalten. Ich glaube, wir haben das Spiel völlig verdient gewonnen. Auch natürlich hat das immer mal so ein paar Momente, wo das auch kippen kann. Ja, die Niederlage war unnötig, das haben wir uns alleine zuzuschreiben. Weil wir haben es auch schon in der ersten Halbzeit ein bisschen gemerkt, dass wir viele Dinge gemacht haben, aber nicht so wirklich komplett 100% gut. Und das waren die Prozente, die uns am Ende auch gefehlt haben. Ich glaube, es hat sich wirklich bewahrheitet. Leider, die Mannschaft, die das mehr heute wollte, hat das Spiel heute gewonnen. Auftrag des Trainers ausgeführt. Versöhnung mit dem Publikum an der Ostsee gelungen. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.